Das sind bestimmt Infected Around und jetzt muss ich sie leider doch mal aufteilen. So einigermaßen. Mit denen könnten wir auch einen Ticken weiter vor. Ja, wobei, da ist schon diese komische Horde, da müssen wir aufpassen. Nicht, dass die angelockt werden. Halt, warte, wir können wieder was erforschen. Immer was in der Forschung haben. Ganz wichtig, wir brauchen Farmen. Und vielleicht dann jetzt doch nochmal den ein oder anderen Soldaten hier oben, weil hier wird es langsam ziemlich weit. Weit und offen vielleicht. Da unten bräuchte man auch noch Soldaten. Ach du meine Güte. Ich wünschte, ich hätte irgendwo eine Sammelstelle, wo ich sagen kann, okay. Weißt du was, ich schmeiße jetzt immer... Ja, schwer zu sagen. Ich schmeiße jetzt einfach immer da Soldaten hin. Tag 17. Das ist nicht sonderlich gut, dass wir schon Tag 17 haben. Ich weiß, bei Tag 20 kam, glaube ich, die nächste Welle. Können wir eigentlich einen Quarry da oben hinstellen? Nein, mir fehlt gerade alles Mögliche. So, da haben wir eine Great Ballista. Ein Tower sollte hier eigentlich auch noch irgendwie hin. Beziehungsweise wir können mal schauen, dass wir die Mauer hier irgendwie verstärken. Da wirkt es etwas merkwürdig, aber was soll's. Ja gut, wir können hier außen noch eine fette Mauer hinklatschen. Ne? So dick wie nur irgend möglich, damit sie da möglichst nicht durchkommen. Tesla Tower completed. Okay, Eisen. Kann ich nicht. Ich brauche wieder alles. Bis auf Energie. Wir haben noch Energie. Ja, wir haben Energie. Ist ja mit seinen Forschungen mal fertig. Das wäre nett. Aber wir könnten nochmal Gebäude aufrüsten gerade. Alles klar. Technologie ist fertig. Was nehmen wir als nächstes? Tech Lookout Tower. Den möchte ich mir mal angucken. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Der überwacht irgendwie die Gegend, was immer das auch heißen soll. Da kann man nochmal Sachen reparieren. Was immer das auch heißen soll, ich habe keine Ahnung. Wie? Achso, keine Ressourcen. Ja, nee, ist okay. Dann sollte ich das Zeug vielleicht aus Steinen bauen. Wäre sinnvoll. Apropos, wie schaut es denn jetzt aus mit dem Markt? Brauchen wir 8 Worker. Kann ich nochmal ein paar Gebäude aufrüsten? Jawohl, 1. Wow. Ist ja der Hammer. Und ich höre hier drüben wieder was husten. Gut, eine schicken wir da rüber. So, dann sichern wir gleich mal die Stelle hier. Und ich guck mal ganz kurz. Wir können Farmen bauen, dafür brauchen wir aber erstmal Holz. Ich bin mir übrigens auch nicht so ganz sicher, wie der Zeitverlauf ist, weil wir sehen ja hier, wie die Stunden verrinnen. Ich habe es mal versucht zu zählen und irgendwie ist es so, immer wenn du auf eine gerade Stunde kommst, wie 2, 4, 6 oder 8, dann dauert es insgesamt bis zu 5 Sekunden, also um auf so eine gerade Zahl zu kommen. Wenn du von einer geraden Zahl auf eine ungerade Zahl rechnen willst, dann sind es irgendwie nur 3 bis 4 Sekunden. Also ich wollte ursprünglich rausfinden, wie lange eine Stunde in diesem Spiel dauert. Ich gehe jetzt mal von ungefähr 4 Sekunden aus. Dann sind es, ich glaube, ein bisschen weniger wie 3 Stunden pro Spielsession, was du hast. Wenn du von 100 Tagen ausgehst. Ja, wir spielen ja momentan mit, wie viel? 120 Tagen? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, wir haben diesen Lookout Tower. Der ist wo? Lookout Tower. Watches the enemies and all other threats in the surrounding area. Joa. Ich setze mal dahin. Ich habe keine Ahnung, was der bringt, was der macht. Guck mal einfach mal. Wir können auf jeden Fall die erste Farm bauen. Das finde ich ja schon mal sehr nice. Jetzt müssen wir halt nur irgendwie schauen, dass wir Farmland gewinnen dadurch, ne? 62. 62 klingt schon mal gut. Für den Anfang ist das gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir brauchen hier oben definitiv mehr Soldaten. Apropos Soldaten. Ach Mensch, wir können immer noch kein Eisen produzieren. Ich bin so doof. Warum gebe ich die Ressourcen nicht einfach mal für das Eisensammeln aus? Verstehe ich nicht. Ich verstehe mich manchmal selbst nicht. So. Holz. Komm, gib mir Holz. In 6 Stunden noch.
Alle 8 Stunden gibt es Ressourcen. Ah. Ach, okay. Der erweitert unsere Sicht einfach nur extra. Was ist das denn? Die sticht ja heraus. Infected Colonists. These are colonist workers that were infected in the past. Aber nicht von mir, oder? Ich meine, das sind einfach nur irgendwelche dahergelaufenen Sex. So, wir haben jede Menge Nahrungsmittelproduktion inzwischen. Das ist gut. Ich kann endlich ein Quarry bauen. Setze ich das... Nee, da unten setze ich es definitiv nicht mehr hin. So, haben wir hier plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Also im Endeffekt ist es wurscht, wohin. Ich setze es mal hier unten hin. Dann können wir später vielleicht hier drüben... Nee, können wir... Wir haben eh keine Ressourcen mehr. Okay. Backing up game. Bei Tag 20. Okay, Technology ist ready. Das heißt, was haben wir hier? Stone Workshop und Sniper. Scharfschützen brauchen wir. Scharfschützen brauchen wir definitiv früher oder später. So, Market, wir brauchen wieder mehr Worker. Kann ich hier die Gebäude nochmal aufrüsten? Eins, immer nur eins. Also irgendwas mache ich hier noch verkehrt. Und wir sollten definitiv nach da oben expanden. Da gibt es nämlich noch mehr Nahrung. Aber das kann ich mir gerade nicht leisten. Na, herzlichen Glückwunsch. Wobei unser Gold-Income auch ziemlich lausig ist. Tent completed. Sehr nice. Komm, gib mir Gold. Es will Gold. Man wird schon so leicht nervös mit den ganzen Viechern da. Vor allem, wir haben hier noch nicht zugebaut. Sollen wir uns das da oben schon holen? Nee, eigentlich mal... Ja, wobei, wir könnten dann nochmal eine Sägemühle platzieren da oben, ne? Ja, und komm, wir haben dann Farmland. Also, was soll's? So, not enough resources. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Immer dieses verdammte Holz, was uns ausgeht, ist es furchtbar. Jetzt möchte ich mal schauen, dass wir erst an den Ding rankommen. Können wir... Nee, komm, ich baue jetzt zuerst ein Market, dann können wir ein bisschen was handeln. New Unit Available Sniper. Dafür bräuchten wir 500 Gold. Was brauche ich für den Markt? 400 Gold und wieder mehr Arbeiter. Das ist ja herzallerliebst. Oh, Mann. Warte mal, wie viele frisst der? 8. Wow. Okay, die Energie hätten wir. Gold brauchen wir dann auch wieder. Toll, 3 Zelte aufgerüstet, aber es reicht nicht ganz. Können wir vielleicht noch ganz schnell ein neues Cottage bauen? Kostet 120. Man spart sich auch nicht wirklich was, ne? So eine Hütte kostet 120, wenn ich jetzt ein Zelt baue, das kostet 30 Gold und das Aufrüsten vom Zelt kostet 90 Gold. Also du kommst aufs selbe hinaus im Endeffekt. Das ist doof. Aber na gut, ja, okay, alles klar. Wenn dem so ist, wenn dem so sein soll. Ah, wir können endlich Soldaten bauen. Aber bitte zuerst den Market. Ich will zuerst meinen Market. Wir brauchen auch wieder Holz dafür. Sollten wir gleich haben. Solange müssen die halt irgendwie mal zurechtkommen. Komm, 8 Worker. Wenn das Ding fertig ist, dann können wir... Wo stelle ich den dann eigentlich hin? Weil das ist ja auch nicht gerade klein. Ich glaube, ich stelle den da oben hin. Komm, geht doch. Ah ne, der ist... Warte, halt. Was macht der? Can buy and select resources oder sells excess resources produced, reduces the... Ah, der reduziert die Nahrung. Die Nahrungsmittelverbrauch von... umliegenden. Ich glaube, den können wir auch tatsächlich mal da hinstellen, weil das bisschen Farmland ist für uns sowieso verloren. Und hier hat er halt, ich glaube, die meiste Wirkung. Mach ich das mal so. Okay, und dann könnten wir hier noch 3 Soldaten etablieren. Die stelle ich mal da hin. Ich habe gar nichts gesagt, das reicht nur für einen. Sag mal, werden das hier immer mehr oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, ich bilde es mir ein. Es ist scheiß Gold, was mir immer fehlt. Es ist furchtbar. Es ist so furchtbar.
Yeah, it's him again. Okay. Oh. Okay. Okay. Ich hoffe, die schaffen es da aufzuräumen. Wenn nicht, wäre das ärgerlich. Ich hätte mal ganz genau. Oh, Spikes. Steak Strap. Achso, Spikes. Ja, nee, Steak Strap. Weiß ich schon. So, wir sollten trotzdem langsam mal anfangen, hier zuzumauern. Sonst haben wir da einfach mal ein Problem. So. Okay, Tesla Tower ist vollständig. So, was können wir jetzt hier machen? Wir können Holz kaufen. 5 Einheiten Holz für 100 Gold. Und wenn ich es verkaufe, 5 Einheiten... Ja, das ist... Alter. 1 zu 1 das Stronghold übernommen. 5 Einheiten Holz für 5 Gold. 5 Einheiten Holz kaufen für 100 Gold. Also 1 zu 1 übernommen. Das ist ja... Das ist mies. Und Öl können wir gar nicht kaufen, warum auch immer. Okay, ich würde sagen, wir verkaufen erst einmal unsere Steinchen. Oder brauchen wir Steine für die Soldaten? Food, Iron... Nee, Steine brauchen wir noch nicht. Nee, halt, falsches Kapitel. Hier. Hauen wir erstmal die ganzen Steine alle raus. Brauchen wir gerade nicht. Dann haben wir da mal wieder ein bisschen Jolt. Ich verstehe nur nicht, warum ist das Gold-Income so... Habe ich echt zu wenig Zelte? Ich meine... Kann doch nicht sein. Lookout Tower, Workers und Wood. Wir brauchen definitiv wieder Wood. Ja, gut, pass auf, dann mache ich folgendes. Wir brauchen Worker. Okay, hilft nicht. Nee, komm. Ed hilft nicht. Dann rüsten wir erstmal unsere ganzen Zelte auf. So. Eins. Willst du mich verarschen? Wer weiß, Holz fehlt. Boah, ist schon bitter, ne? Ist schon echt bitter, wie viel Gold du ausgibst, um an Holz zu kommen. Ich glaube, ich setze jetzt da oben definitiv nochmal eine Sägemühle hin. 4 Worker. Wird hier nicht gerade noch ein Zelt aufgerüstet oder sowas? Mei, das ist halt so. Attention. Building completed. Ja, natürlich produziert der da oben am meisten. In der Nähe der Zombies, das war so klar. Ja, okay, dann setzen wir mal da rein. Da produziert er dann 10. Den Tesla Tower, den müsste ich eventuell anders platzieren. Weil so geht uns natürlich Farmland verloren, ne? Ich hoffe, die zwei kommen noch klar da oben. Dann sollten wir nochmal ein paar... Das soll... Nein, nicht Ranger. Soldaten produzieren. Wir brauchen jetzt nochmal... Zombie Swarm detected from the north. Och nö. Oh shit. Ich hoffe, die kommen hier. Ja, wobei, es ist eigentlich wurscht. Ob sie jetzt von hier kommen oder von hier, es ist im Endeffekt so wurscht. Nein, warte. Ballista. Ich kann keine Ballista bauen. Warum kann ich keine Ballista bauen? Brauchen 2 Arbeiter und... Okay, dann weg damit. Ich kann immer noch keine Ballista bauen, weil wir Holz brauchen und Gold. Willst du mich verarschen? Okay, weg mit den Steinen. Kann ich mir jetzt eine Ballista leisten? Nein, immer noch nicht. 5 Stunden. Und in 6 Stunden... Ach, scheiße. Okay, für eine Ballista wird es nicht reichen. Okay, pass auf. Dann bleiben wir doch bei dem Ding. Aber wir werden hier vorsichtshalber mal... Bringt auch nichts. Könnte ich die bauen? Wood und... Oh ja, warte. Wobei, es reicht für vielleicht gerade mal 2 Stück. Hä? Not enough resources? Warum? Ach, jetzt fehlt's Gold wieder. Alter, ich könnte so... Manchmal könnte ich so, weißt du? Ich könnte manchmal so. Okay, ihr zwei... Ja, ist jetzt die Frage, woher kommen sie? Das ist jetzt so ein bisschen Glücksspiel. Schick mal einen dahin. Bei euch schickt man die zwei da rauf. Euch zwei schickt man da rauf. Da nehmen wir einen weg. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie von hier kommen.
Weil hier hast du den Wald. Ich weiß natürlich nicht, wie es da weitergeht, aber wenn sie von da durchkommen, dann ist halt definitiv verloren.